Freunde, rein in die Shorts. Wir starten mit, wenn man sich einfach nicht versteht. Deine Bestellung bitte. Servus, ich hätte gerne eine... Warte, kommst du aus Österreich? Ja, wieso? Sorry, ich kann deine Bestellung nicht aufnehmen. Warum? Der Übersetzer. Der ist heute nicht da. Wir brauchen keinen Übersetzer, ich spreche ja auch Deutsch. Ja, aber du sprichst dieses komische Deutsch. Was? Bis hierhin hast du mich doch verstanden. Naja, wir versuchen es mal. Komm schon. Na gut. Was willst du? Ich hätte gerne einen Krapfen. Krapfen ist ein Berliner, ne? Du kannst mal meinen Po krapfen. Was soll Krapfen bedeuten? Dieses eine Gebäck. Du meinst Berliner. Bist deppert, Berliner? Das ist eine Stadt. Wir verkaufen Berliner und keine Krapfen. Er sagt Berliner, wir, das ist ein Berliner. Krapfen. Ich will einen Krapfen. Was soll das bedeuten? Ja, beides ist doch okay. Hey, heute me. Ich wollte ein Gebäckeli. Verpiss dich. Ja, genau. Verpiss dich. Ist das wirklich so? Heißt Berliner Gebäckli? Na, oder? Ich bin komplett fertig. Ach, aber der. Auch verdammt glücklich, denn ich bin gerade mit dem Fahrrad hier ordentlich hochgeballert. Das war und geil. Und als Belohnung gibt's jetzt eine saftige Banane. Wo macht ihr nochmal eure Bananen auf? Oben. Hier mal oben. Ja, ich auch. Komm, Menschen, nicht mal in Ruhe kann man seine Banane essen. Und falls ihr Langeweile habt, gönnt euch meine neueste Fernbus-Folge. Da bin ich den Bus vom FC Bayern München gefahren. Ja, das bisschen eskaliert. Ich habe mir heute die Minecraft-Weltrekorde angeschaut und habe gesehen, dass manche davon komplett veraltet sind. Denn der Weltrekord für den kleinsten Mob in Minecraft ist einfach ein Silberfisch. Und ich zeige euch jetzt, wieso das einfach absolut nicht mehr stimmt. Aber was ist kleiner als ein Silberfisch? Also da haben wir den Endermite, welcher zu 5% spawnen kann, wenn eine Enderperle benutzt wird. Er sieht zwar zumindest von oben kleiner aus, doch er hat genau dieselbe Hitbox wie der Silberfisch. Doch es gibt einen Mob, der um einiges kleiner ist. Und zwar ist der kleinste Mob in Minecraft das Schildkrötenbaby. Ich meine, den Unterschied sieht man direkt, wenn sie nebeneinander sind. Also bitte aktualisiert eure Rekorde. Okay. Normaler Tag auf Berlins Straßen. Alter, warum... Was ist denn mit dem los? Hey! Oh, der Mittelfinger. Oh, der ist wieder da. Schau mal, wenn ich hier so einen Zollstock habe, ja, und jetzt mein Handgelenk bewege, passiert hier unten relativ wenig, dort oben aber schon deutlich mehr. Was wäre, wenn mein Zollstock jetzt 1 Million Kilometer lang? Müsste sich das Ende dann nicht irgendwann schneller als Licht bewegen? Merkt übrigens in meinem Buch, du dachtest, du kennst die Welt. Völlig egal, aus welchem ultrafesten Material unser Zollstock besteht, niemals ist er wirklich starr. Selbst in massivem Stahl beträgt die Schallgeschwindigkeit 18.300 km/h. Und das ist auch der Wert, mit dem sich der Drehimpuls ausbreitet. Das bedeutet, unser 1 Million Kilometer lange Zollstock würde zu einer Art Seil werden, dessen Ende sich erst nach 54 Stunden bewegt. Zumal wir für das Erreichen der Lichtgeschwindigkeit natürlich wieder unendlich Energie aufwenden müssen. Was? Ein Buch mit einem Ledereinband aus menschlicher Haut. Das findet man in der Bibliothek der Harvard University. Sorry, ich bin noch nicht richtig wach. Was ist Menschen? Echt merkwürdig, aber war sogar im 16. Jahrhundert gang und gäbe. Das Buch in der Harvard-Bibliothek wurde von einem Arzt in den 1880er Jahren eingebunden. Seiner Meinung nach hat das Buch, welches um die menschliche Seele geht, auch einen menschlichen Einband verdient. Die Spenderin war eine Patientin, welche vorher eines natürlichen Todes gestorben war. Aha, natürlicher Tod. Mhm. Aber ob sie wusste, was mit ihrer Haut danach passiert, ist unwahrscheinlich. Das Buch war schon in der Harvard-Bibliothek, bevor man überhaupt wusste, aus was der Einband besteht. Man hat erst später durch Tests herausgefunden, dass es sich um Leder aus menschlicher Haut handelt. Stell dir vor, das wäre einfach so ganz normal. Und du kaufst irgendwie, keine Ahnung, so eine Tasche. Ja, die ist von meinem Nachbarn. Im wahrsten Sinne des Wortes, Alter. Seine Kumpel mit den zu strengen Eltern. Ey, Jungs, das Spiel bockt ja gerade übel. Lass direkt rein und noch eine Runde. Nee, Jungs, ich kann nicht mehr länger. Wie, warum das denn? Unser Internet schaltet sich um 10 automatisch ab. Was, wieso? Bei uns war es krasser. Der Kollege hatte immer so eine Art Eieruhr und er durfte nur eine Stunde am Tag am PC daddeln. Eltern wollen nicht, dass ich so viel zocke. Ach, du meinst es ernst? Ja? Bro, du tust mir so leid. Wie, warum? Alter, dein Internet geht automatisch aus. Das muss schon kacke sein. Alter, wer redet überhaupt mit dir? Keiner mag dich und... Jupp, das war's wohl mit dem Internet. Oh Mann, das ist echt mies. Weil ich weiß, dass dann die Leute sind weniger zu ihm gegangen, weil man halt bei den anderen Kollegen die ganze Zeit daddeln konnte. Und das Ding war auch, er ist dann halt auch einfach zu den anderen gegangen und konnte dann unendlich daddeln. Das hier ist Cucumber, eine der größten dunklen Tigerpythons der ganzen Welt. Sie lebt im Reptile Zoo in Kalifornien und ist fast 19 Fuß lang, also etwas unter 5,80 Meter. Damit ist sie nur ein bisschen kürzer als die aktuelle Rekordschlange dieser Spezies, die erst vor ein paar Wochen entdeckt wurde. Die größte Schlange von allen ist aber immer noch Medusa.
Eine 7,67 Meter lange Netzpython, die 158 Kilo auf die Waage bringt. Sie hält den Rekord bereits seit... Wer sind die Leute, die sie da gerade tragen? Freunde von ihr? 2011. Und obwohl in der Zwischenzeit viele riesige Schlangen gefunden wurden, war bisher noch keine länger, zumindest offiziell. Diese Riesenschlange wurde 2016 von Bauarbeitern in Malaysia gefunden. Sie gehört zur gleichen Spezies wie Medusa und wurde auf 8 Meter und 250 Kilogramm geschätzt. Damit hätte sie gleich die Rekorde für Größe und Gewicht gebrochen. Allerdings wurde sie, soweit ich weiß, niemals offiziell genau vermessen. Diese Werte sind also nur Schätzungen. Leider ist die Schlange auch kurze Zeit, nachdem sie gefunden wurde, verstorben, als sie ihre Eier legen wollte. Vor Medusa besaß Fluffy den Rekord als größte Schlange der Welt. Fluffy, so ein geiler Name für eine Riesenschlange. Oh, Schlauchbootrutsche im Wildfreizeitpark Klodden, Alter. Wow. Ja, das ist geil. Ja, auf nach Klodden, jetzt Alter. Der seinen eigenen Geburtstag an irgendwelche Glocken hängt. Normalerweise gratuliert mir immer meine Mama. Oh, alles Gute, du Stinkgesicht. Ja, alles Gute. Oder Rewe, Alex. Anto, du alter Toilettentieftaucher. Ich finde es ja immer sehr cute, dass die an mich denken. Ich frage mich nur, ob Obama auch an mich denken wird. Man kann ihn tatsächlich über seine eigene Webseite für gewisse Dinge buchen. Also buchen wir ihn jetzt zum Geburtstag. Erstmal Kategorie Geburtstag, Kind, Geburtstag. Boah, ich glaube, Obama für sowas zu buchen kostet bestimmt 1 Million. Wahrscheinlich mehr als 1 Million. Wachsen, ich bin mir nicht sicher. Jetzt muss ich einen Staat auswählen, aber das Problem ist, ich lebe nicht in den USA. Und warum ist das jetzt? Warum ist das wieder so ein America-Only-Ding? Nicht alle leben in... Na, aber ich weiß, dass die, ich glaube, die OMR, diese Online Media Rockstars nennen die sich, die haben so eine Convention und die haben da das eine Mal auch Obama eingekauft. In den USA und manche Leute außerhalb der USA, die haben auch Geburtstag. Wir machen einfach Armed Forces Europe, ey. So, jetzt können wir hier Obama eine Nachricht schreiben. Lieber Mr. Obama, ich werde nächstes Jahr 30, was mich über viele Dinge nachdenken lässt. Mein Job ist es, kleine dumme Videos ins Internet zu stellen. Ich feiere. Ja, meine auch. Geburtstag. Mein größter... Einer meiner größten Wünsche wäre es, so ein Greeting-Message from you zu kriegen. Und falls du in Deutschland sein solltest, dann kannst du einfach vorbeikommen und wir essen Kuchen. Dankeschön! Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, falls Obama antworten sollte. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht antwortet. Minecraft hat etwas Besonderes, was kein anderes Spiel hat. Nein, ich meine nicht die Blockoptik, denn Fun Fact, den Style hat Minecraft einfach von dem Spiel Infiniminer übernommen. Und ich meine auch nicht die zahlreichen Mods, die man einfach so easy hinzufügen kann. Wovon ich rede, sind die Jump'n'Run-Mechaniken. Nennt mir ein Spiel, in dem man so genau steuern kann, welches kein Jump'n'Run-Spiel ist. Fortnite? Eher nicht. GTA 5? Auch nicht. Minecraft hat die perfekte Steuerung für Jump'n'Runs. Ja, stimmt schon. Das ist ein echt guter Punkt, Jump'n'Runs, und die machen auch Spaß. Alter, schau mal, was ich krasses entdeckt habe. Hier hält ein Mann seine Hand in Richtung Himmel und wenn man genau guckt, gehen dort Blitze aus seinen Fingern raus. Ist das echt? Ja. Und wenn du mehr wissen willst als andere, dann folg mir jetzt. Was hier passiert, ist ein ultra seltenes Phänomen, was dann auftritt, wenn es kurz vorm Gewittern ist. Ist der Spannungsunterschied zwischen Boden und Luft nämlich groß genug, bildet sich an höher gelegenen Objekten ein Kanal, in dem Elektronen fließen und die Luftmoleküle ionisieren. Dadurch fangen sie an zu leuchten und zu knistern. Seemänner kennen dieses Phänomen ebenfalls, nämlich von den Kurz bevor ein Blitz einschlägt? In ihrer Schiffsmasten auch Elmsfeuer genannt. Aber Achtung, wahrscheinlich schlägt kurz darauf genau dort ein Blitz ein. Oh Gott. Oh, ich hasse Blitze. Leute, warum hat mir keiner davor gesagt, dass wenn ich heirate, so im Auto sitzen werde? Ich sehe mal bei anderen Paaren, die sitzen süß nebeneinander. Ich sitze so, ich kriege keine Luft mehr. Sorry. Was ist das für ein Riesenkleid? Süße Tiere, die überraschend gefährlich sind. Teil... Diese Kerlchen hier, Schnabeltiere, sie sind schon mega süß. Vor allem ihre Babys sehen einfach viel zu niedlich aus. Aber vor diesem Ding muss man sich in Acht nehmen. Dieser Sporn an den Fußgelenken der Hinterbeine kann einem das Leben ganz schön vermiesen. Denn er ist giftig, ganz schön stark sogar. Was extrem ungewöhnlich ist für Säugetiere. Und es gibt kein Gegengift, weil wir die Bestandteile des Toxins nicht so richtig verstehen. Bei erwachsenen Menschen wirkt das Gift zwar nicht tödlich, aber es verursacht schmerzhafte Schwellungen, die monatelang anhalten können. Sag mal, Schnabeltier, ich dachte, du bist ein Süßi. Und man kann fast nichts dagegen tun. Schmerzmittel helfen nicht und selbst Morphium kann den Schmerz nicht loswerden. Das Einzige, was man tun kann, ist den Hauptnerv selbst betäuben, sodass man an der Stelle einfach nichts mehr spürt. Was aber ganz schön seltsam ist, nur die Männchen sind giftig. Forscher denken, dass die männlichen Schnabeltiere das Gift für den Kampf gegen Artgenossen entwickelt haben. Denn zur Paarungszeit ist die Giftproduktion besonders stark. Liebe ist Krieg ist wohl deren Motto und da ist jedes Mittel recht. Sie sind echt so dieser Schnabel. Die Evolution ist crazy. Spaßige Reifenrutsche im Rastiland. Wo ist denn das Rastiland?
Jo, ein kleiner guter... Oh, Spaß. Meine Top 10 Lieblings-YouTuber. 10. Julian Bam. Deine Videos sind einfach die besten, aber die kommen viel zu selten. 9. Einfach Gustav. So sind wir. 8. Revi. Der Mann war halt einfach Kindheit. 7. Jules. Die Videos sind halt einfach viel zu krass. 6. Mr. Beast. Ist zwar Englisch, aber der Content ist ehrenlos gut. 5. Dani DN. Die gehen so schnell und sind so aufwendig, die Videos. Da kann ich nicht Nein sagen. 4. Basti GRG. Muss ich ja nicht noch erklären, oder? 3. Hand of Blood. Damals Hitman waren beste Zeit. 2. Paluten. Ist, glaube ich, auch selbst erklären. 1. Ich dachte, ja, dachte, ich bin nicht dabei. Peppa Pig Deutsch, offizieller Kanal. Warte kurz, was? Ja, finde ich auch gut. Dieser Paluden, ich habe schon mal von ihm gehört. Also, der labert zwar manchmal total viel Müll, aber dieser Mini-Paluden ist süß. Seitdem du so viel Geld hast, hast du dich völlig verändert. Ach ja? Wo warst du, als ich im Gefängnis saß? Jetzt beruhigt euch mal, das ist nur Monopoly. Nein, ich beruhige mich nicht. Ey, ohne Witz, Monopoly ist echt ein tolles Spiel, aber ey, damit kannst du echt Freundschaften zerstören, Familien, die sich aufsplitten, nur wegen Monopoly. Kauf die Straße bewusst, damit ich keine Häuser drauf bauen kann. Ja, und? Weißt du was? Kauf sie, aber lebe mit den Konsequenzen. Was für Konsequenzen denn? Ich werde dich überall blockieren. Ihr seid echt kindisch. Hauptbahnhof, kaufe ich auch gleich. Hä, wieso? Ich hab doch alle anderen Bahnen gekauft. Ich kauf ihn trotzdem. Alter, wenn du ihn kaufst, werde ich dich verprügeln. Doch, kauf ihn. Bei mir hat er nämlich genau dasselbe gemacht. Schon gekauft, I'm sorry. Hoffentlich würfel ich eine 6 oder 8, damit ich mein erstes Hotel draufbauen kann. Bam! Du bist dran. Wenn du da drauf kommst, bist du pleite. Ich bete nur, dass er draufkommt. Ja, Mann. Ich hab's dir gesagt, du hättest meine Straße nicht kaufen dürfen. Ich geb dir das Geld später, okay? Nein, entweder jetzt oder du bist pleite. Wow, so viel ist dir also unsere Freundschaft. Und dann gibt's den Punkt, wo einer sagt, ich hab keinen Bock mehr, schmeiß dieses Brett einfach zur Seite und das war's. Wert. Weißt du was? Hier. Oder nein, das reicht nicht, nimm alles. Junge, das war so klar. Oh Mann, ey. Freaking Monopoly. So Leute, apropos Monopoly, das war's für heute. Kleine entspannte Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schallert gerne ein Like und ein Abo rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.